Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction hier bei Historia Universalis, dem Geschichtspodcast. Klingt komisch, weil wir gar kein Podcast in dem Fall sind, aber das ist egal, als Zusatzmaterial. Wir sind heute mal wieder, wie eigentlich immer bei den Reactions, zu zweit. Das ist der Flo über mir. Hi Flo. Hi. Ich greife jetzt gerade in ein Bild rein. Und das bin ich. Und wir schauen uns hier regelmäßig, unregelmäßig Videos an mit Geschichtsbezug, weil, haben wir schon mal festgestellt, wir eine mittlere zweistellige Zahl an Semestern Geschichtswissenschaften studiert haben, mit Abschluss. ja. Dementsprechend geben wir mal unseren Senf dazu und wir haben ja jetzt schon das ein oder andere Video von einem gewissen Menschen, der behauptet, dass er Geschichte besser weiß. Jetzt hat es aber lange Gezüge. Mensch, er ist schon Mensch, also das müssen wir schon zugeben. Ja. Daran herrscht kein Zweifel, vorerst. Running Gag ist ja mittlerweile schon die Keller-Story. Vielleicht kommt jetzt noch Charles Darwin dazu als Urvater der Geschichtswissenschaft. Mm. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das ist, guckt mal unsere alten Reactions zu Tartaria oder, weiß ich noch gar nicht, wie ich das eine nennen werde, über die, ich bin immer noch nicht sicher, über was, scheiße. Über was dieses Video überhaupt ging. Ja, Wissenschaft ist scheiße. Ja, ich weiß es nicht. Die aber eine, die es gibt, wohlgemerkt, ne? Die eine. Ja. Wissenschaft. Jetzt mit einem nächsten Teil. Bisher waren wir ja immer weit in der Vergangenheit, bis ungefähr 300 Jahre, so Tartaria. Jetzt, ich kann es mal kurz hier im Stream, wir streamen das übrigens auch, die Aufnahmen, einblenden. Die Sternfestungen. Sternenfestungen. Sternenfestungen. Fair verschluckt. Was mich nämlich sehr irritiert hat, weil Sternfestung habe ich direkt einordnen können. Sternenfestung habe ich jetzt irgendwie plötzlich gedacht, okay, Star Wars, what? Ja, stimmt, das fällt mir jetzt auch. Ich habe das einfach nur. Eben. Sternfestung ist kein. Das ist nicht der Begriff für das, was er behandeln will. Ja. Ich muss zugeben, ich habe mal kurz in Vorbereitung mal so eine halbe Minute reingeguckt, um mich schon mal mental drauf vorzubereiten. Ich bin trotzdem irgendwie noch nicht mental bereit für das, was da kommt, aber und Sternenfestung ist halt einfach nope. Einfach nope. Okay, also ich muss gestehen, ich habe es noch nicht angeschaut. Ich will es nur einmal schauen und mich dann aber aufregen, aber gut, wir sehen es dann. Ich starte mal. Und herzlich willkommen, ich begrüße dich zu diesem neuen, super spannenden Video, heute mit dem Thema Gefrorener Klang, das Geheimnis der Sternenstädte, der Sternenbau. Das heißt ein Geheimnis? Ja. Da haben über viele, viele Jahre Festungsbauer herausgefunden, wie man am besten Festungen baut. Also, nur für das, um das einfach direkt mal zu erklären. Sternenfestungen sind eine Entwicklung der Festungsbautechnik. So ab der Spätrenaissance fangen da sich Systeme auszubilden. Bei einer Sternenfestung oder überhaupt bei solchen modernen Festungssystemen geht es darum, dem Verteidiger den maximalen Vorteil gegenüber dem Angreifer zu bieten. Es geht darum, tote Winkel für den Verteidiger auszuschalten. Also es soll im Prinzip in einem festgelegten Umkreis um diese Befestigungsanlage keinen Punkt geben, an dem sich ein Angreifer, ein Belagerer aufhalten kann, ohne dass ihn die Verteidiger dieses Festungskomplexes beschießen können. Und es soll dem Gegner, dem Angreifer, möglichst viele schwierig und langwierig zu überwindende Hindernisse entgegenstellen, sodass so eine Belagerung nur mit massivem Menschenmaterial und Versorgungsaufwand und Zeitaufwand vor allem gelingt. Sodass im Prinzip, bevor der auch nur die erste Parallele, also die erste Angriffsbelagerungsstellung sozusagen angefangen hat zu bauen, im Prinzip schon einen Teil seiner Armee verloren hat, weil die sich quasi die Seele aus dem Leib scheißen, weil die seit Monaten am besten schon vor dieser Festung sitzen mit miserablen sanitären Bedingungen, mit einer wackeligen Versorgung, während innen in der Festung alles noch relativ normal verläuft, weil sie sich entsprechend bevorratet haben und entsprechend infrastrukturell ausgestattet sind. Die Sternfestung, wie wir sie so kennen, ist perfektioniert worden, würde ich jetzt sagen, von französischen Festungsbauern, insbesondere Sébastien Le Prestre de Bourbon, der zum Beispiel auch das hier in unserer Nähe gelegene Saarlouis gebaut hat. Wir hatten ja heute passenderweise im Discord einen Hinweis, dass jemand Saarlouis besucht hat und die Biergasse gefunden hat, wo Michel Ney aus einer unserer Folgen, der Marschall Napoleons, eben geboren wurde. Saarlouis war genau so ein Paradebeispiel. Das ging darum, dass die Franzosen versucht haben, sich da eine Art
ein Bollwerk regelrecht in die Landschaft zu punzen, das schwer einzunehmen ist, das aber gleichzeitig als Operationsbasis für größere militärische Verbände gilt. Deswegen sind das manchmal auch Städte, die da drin sind. Das ist also nicht einfach nur eine Mauer drumherum und ein leerer Platz in der Mitte oder nur eine Kaserne, sondern da ist auch ziviles Leben drumherum, da ist Infrastruktur, weil das halt eben richtige befestigte Siedlungen sind. Auch Städte sind mit solchen Sternfestungen umgeben worden oder sogar mit solchen Sternfestungen fertig schon geplant worden. Es gibt dann Planstädte in dieser Zeit. Das ist das. Die haben da keine Geräusche eingefroren. Wie kann man Geräusche einfrieren? Wie kommst du auf Geräusche? Ja, Der hat doch gesagt, gefrorener Ton, oder? Oder redet ihr davon irgendwie Töpferhandwerk? Ich mach mal weiter. Ja. Bauten, manche nennen sie auch Starforts oder ja, manche nennen sie auch Starforts oder Sternenfestung. Sternenfestungen. Ja. Man hat halt festgestellt, Sternform ist am besten zu verteidigen und bietet die besten geometrischen Grundstrukturen, um halt tote Winkel auszuschalten. Mhm. Ja. Aber es ist jetzt etwas Besonderes, wenn ich Begriffe einfach in andere Sprachen übersetze. Ja. Nicht mehr glaube, dass sie primär einem militärischen Zweck... Nicht? Warum glaubt er das nicht? Finden wir raus. ...gedient haben. Und ich will dir in diesem Video auch ja so ein bisschen meine Beweisführung mit an die Hand geben, wie ich dazu komme, dass diese Sternenbauten, die überall auf der ganzen Welt verteilt sind und richtig viele... Ja, wo sind die vor allem verteilt? Na? Wer errät's? Na? Dort, wo fucking europäische Eroberer und Kolonisatoren sie gebaut haben, um ihre Stellungen zu verteidigen. So ein bisschen rausfällt Japan. Hm? Auch in Japan sind im 19. Jahrhundert Sternfestungen errichtet worden. In Japan haben sie halt mit der Meiji-Restauration auch gemerkt, dass da europäische Festungsbauten ihren klassischen Burgen durchaus... Ich meine, die haben ja europäische Kriegführung übernommen, also insofern, Ja, ich wollte nur sagen, Japan fällt da so ein bisschen raus, weil es die Japaner selber waren. Ja, es haben auch andere Nationen versucht oder andere Kulturen versucht, diese Befestigungsarten dann schon nachzuahmen. Aber... Da in Kasachstan interessiert mich gerade... Russland. Es ist Kasachstan. Oder? Du weißt, welche ich meine? Welche? Die direkt am Kaspischen Meer dort. Welche? Da gibt doch den einen roten Eintrag am Kaspischen Meer. Ja. Ich meine, du kannst mal gerade bei Twitch schauen. Ich gehe mal hin. Das müsste ja irgendwo hier sein. Novo-Alexandrowski-Fort? So schnell sehe ich das nicht. Nee. Also, es gibt in der Ukraine Sternfestung. Nee. Das ist rechts oberhalb vom... Kaspischen Meer. Rechts oben, ja. Novo-Alexandrowski-Fort gibt es da. Die Ukraine liegt nicht im Kaspischen Meer. Ja, ich weiß, das ist mir klar. Aber wenn ich jetzt einfach nur Sternfestung Kaspisches Meer eingebe, kommt bei mir als allererstes ein Bild, das sieht aus, nicht wie eine Sternfestung, sondern einfach wie eine bastionierte Anlage. Und das ist Novo-Alexandrowski. Alexandrowski. Naja, finde ich jetzt auf die Schnelle nicht. Aber... So, alle. Ja, es gibt halt dieses Starforts.com. Da ist es aufgeführt. Jetzt finden wir jetzt noch was. Starforts.com. Wo sind die Karte? Mangistau Oblast, Kasachstan, ja. Ja. Constructed 1834 by Russia. Ja, natürlich. Ja, das wundert mich jetzt nicht. Sag ich ja. Russland. Ah, hier gibt es die Liste. Ist halt, ja, es ist... Da liegt es. Ups. Ja, da unten zum Schutz. Ja, gut. Oh, Flo weg. Flo da. Was? Hä? Wie? Was? Wo? Wenn ich etwas im Vollbild auf der rechten Seite öffne, bist du weg. Ah, okay. Ja, wie gesagt, Sternfestungen, klar, findest du überall, wo Europäer waren. Oder europäische Kultur und Kriegskunst Einfluss hatte. Aber interessant, wie wenige Russland gebaut hat, da.
Ja, wozu brauchst du die? Du brauchst Sternfestungen ja nur wirklich an militärischen Knackpunkten. Und du kannst ja auch nicht überall bauen. Kannst du zum Beispiel, das ist ja das, warum Salü dort liegt, wo es liegt. Du kannst Sternfestungen nur in, also gerade Ich diese zweifle diese ausgefeilten. Liste an. Hä? Ich zweifle diese Liste an. Wie meinst du? Da ist Salü nicht dabei. Ist es nicht? Nein. Ich Das habe ist mal wirklich gerade unvollständig. reingezoomt. Mach's mal Ah, bist du gerade. auf dieser Seite Ich bin auf gekommen dieser dann? Seite, ja. Ich habe es mal. Ach. Also ich mach's bei im Stream gerade auf. Und Was ist Salü da ist nicht da. südöstlich von Saarbrücken? Ist das Beach? Ja, bitte. Beach ist. Luxemburg, Koblenz, Jülich, Ja, Mönchengladbach, Landau. Wo Maastricht. ist Landau auch nicht dabei? Nope. Eine der größten Sternfestungen, die Franzosen im deutschen Einflussgebiet gebaut haben. The fuck? Mannheim. Mannheim hatte eine Sternbefestigung, wenn du so willst. Wir haben hier einen Zuschauer gerade aus Emden, der selber sagt, er wohnt in Ja. einer. Ist auch nicht eingetragen. Ich meine, gut, vielleicht ist es Work in Progress, aber. Da steht ja auch: Please note that this map only shows Starforts that follow two rules. Oh, okay. Ja, dann ist trotzdem noch falsch. They still exist. In Landau gibt es noch solche Befestigungen, in Saarlouis auch. Und B, they have a page dedicated to them on this very. Ah, ja, okay, gut. Wenn diese Webseite natürlich diese nicht hat, dann hat sie sie halt Ja, schöne Rule, schöne Regel. Wenn wir sie Ja, nicht haben, das haben wir sollte sie man auch nicht. Wissenschaftlichkeit erklären, ne? Ja. Also, in meiner Hausarbeit berücksichtige ich nur die Quellen, die Ich ja lese. auch existieren und die ich gelesen habe. So, ich mach mal weiter. Ja, bitte. Warum die aus meiner Sicht eher ja einen sichtbaren Klang darstellen, also warum die sozusagen eine stehende Welle, eine bestimmte Frequenz erzeugen und damit in ihre Umgebung abgeben und was es damit auf sich hat mit diesen ja in ihnen vorhandenen Sakralbauten und wie das halt eben in dem ganzen System zusammenwirkt. Also ich muss Moment, sagen, halt super. bitte. Wie kommt es, dass in solchen Befestigungen Sakralbauten stehen? Ich habe also, kann Ja, ich mir gar nicht vorstellen. da leben halt Leute, die zum Beispiel dem christlichen Glauben anhängen und dann brauchen die ab und zu halt mal eine Kirche. In einer Zeit, als Staat und Kirche oft noch weitaus enger verknüpft waren. Ja, Ich finde es und gerade süß, er ist ja in Russland, gerade mit dem Beispiel hinten dran. Ja, Peter und Paul Festung. Also der Ich finde es Funktion halt eines lustig. Kremls. Ja? In dem Was? Kreml sind immer auch Kirchen. Ja, klar, natürlich, ist ja. Ich finde es spannend. Hast du schon mal in der Nähe von Saarlouis gestanden und was anderes gehört als Stadtlärm? Also hast du da vielleicht irgend so ein Brumm, mysteriöses Geräusch gehört oder so, das von den Festungsanlagen ausgegangen wäre? Also, ich meine, mein Traum ist, fingers crossed, dass der jetzt nachher irgendwo von der Schwurbelseite den Versuch gefunden hat, wo Festungen einen Klang gegeben wird. Und dann freue ich mich, wenn er dann irgendwie zum Beispiel zur Peter-und-Paul-Festung so ein schönes Gong hat oder sowas. Oder ein Ping. Oder ein Bang. Oder ein Scheppern, was weiß ich. Das wär durchaus putzig. Das wäre wirklich sehr putzig. Okay. Mach weiter, ich trinke. Super spannend. Seitdem ich mich damit auseinandersetze, bin ich echt aufgeregt, weil das letztendlich also nochmal richtig stark zeigt, dass ja vor ganz kurzer Zeit eine Generation hier auf dieser Erde gelebt hat, die sich ganz offensichtlich extrem gut mit Frequenzen, mit Wellen, mit Harmonie. Wir haben zumindest was Schöneres zu verlautbaren. Wir können uns beim Schweineeimer bedanken. Der hat zum 14. Mal abonniert. Feier Das. ihn, aber ich kann es gerade nicht ausdrücken. Also Ein. in den letzten 300, 400 Jahren haben Menschen gelebt, die sich extrem gut mit Ton und Wellen ausgekannt haben und nichts Besseres zu tun gehabt haben, als an interessanterweise taktischen, strategisch günstigen Punkten Dinge aus dem Boden zu stampfen, die diesen Ton darstellen. Musikalische Kriegsführung. Ja, und dann schreiben Typen darüber Bücher, dass das ja nur Befestigungen sind, wahrscheinlich um das zu verschleiern, ne? Also ich meine, wir Eigentlich, haben ja ja. nicht die Handbücher von Vauban.
Naja, das ist ja, weißt du, man muss es ja geheim halten. Und dann kommt der Feind Ja. anmarschiert und dann spielen sie laut Helene Fischer. Ja, da würde ich auch wegrennen. Genau. Gott. Nie auskannte und die auf eine, also für uns heute absolut unbegreifliche Art und Weise auf unsere Umgebung eingewirkt haben muss. Und ja, das auf so eine wunderschöne Art, die dann ja leider eben untergegangen ist, habe ich ja auch schon in meinem letzten Video zur Sahara so ein bisschen versucht, da mal ranzukommen an dieses Thema. Und wir wollen mal so Schritt für Schritt uns ja diesem Thema annähern. Also, Thomas Liebel sagt auf seinem sehr lesenden Ach, Blog, die Wissensperlen, die liebt er ja, die liebt der Brenner. Ich freue mich, dass mir Also, das nichts sagt. hä? Es freut mich, dass mir das nichts sagt. Es erschreckt mich, dass es mir was sagt. Ich bin ja ein Konsument englischer Videos und bin zum Beispiel über Mini-Minuteman in diese Verschwörungsarchäologie und so weiter auch schon mal irgendwie eingedrungen und habe dann auch mal aus Neugierde so geguckt, was gibt es denn davon im deutschen Raum? Und die Wissensperlen sind so ein unausweichliches Ding. Und es ist halt einfach nur eine bescheuerte Verschwörungstheorie hintereinander. Und das Geile ist, eigentlich könnte man jetzt, finde ich, überspitzt sagen, was Kai Brenner macht, ist eigentlich im Prinzip fast nur diese Wissensperlen aufgreifen und auf YouTube präsentieren. Ja, klar. Also viel Neues erzählt er nicht im Vergleich zu dem, was auf diesen Wissensperlen da präsentiert wird, diesen Perlen vor die Säue geschmissen. Aber wir haben es heute mit der Schweine-Ikonografie, ne? Ja. Schweine einmal, um dich kurz abzuholen. Wir sprechen wohl oder schauen uns ein Video an, der über Sternenfestungen spricht. So sagt er es ja. Nicht Sternfestungen, die eigentlich keine Festungen sind, sondern Klang, Musik. Also, ist auch schön. Klang erzeugt Formen, also kann man Formen als sichtbaren Klang begreifen. Okay. Heißt das, wenn ich eine Wurst ins Klo setze, ist das die Verkörperung des Klangs des begleitenden Furzes oder was? Die Form eines Gebäudes erzeugt ihrerseits Musik und Schwingung. Also, wenn es bei uns windig ist, dann orgelt es ganz schön um unser Haus, aber. Weshalb es sinnvoll wäre, Gebäude in Form entsprechend heilsam wirkender Klangbilder anzulegen, richtig? Und jetzt schau doch einmal hin, was siehst du? Also, ich finde es schon irgendwie spannend, dediziert militärische Gebäude Ja. mit einer heilsamen Wirkung in Verbindung zu bringen. Das ist schon Stretch, das ist dann irgendwie sehr kreativ, ehrlich gesagt. Ja, im Chat wird auch gerade schon, ich stehe auf Punkrock. Welche Festung passt zu dir, Alter? Wir könnten so ein Plugin programmieren. So, man Oh ja, gibt den bitte. Musikstil ein und dann geben wir die Festung raus. Also Ja, du bist. ich steh auf preußische Märsche. Welche Festung passt du mir? Ihren Breitstein. Alter. Ja. Ich mach mal weiter. Dann verlinke ich die unten in der Videobeschreibung. Klang erzeugt Ich Form, verliere Haare, ich also habe kann man doch kaum noch Form welche. als sichtbaren Klang begreifen. Und viele Menschen kennen ja den Bereich der Der Kymatik was? oder auch die klattmischen Klangfiguren. Letztendlich beschreibt beides eine Sichtbarmachung von Klang. Und man sieht dann halt eben symmetrische Muster, die wunderschön aussehen. Und jeder Ton hat letztendlich ein eigenes Muster. Interessant ist, wenn wir von Das nicht der Sternen, Microsoft Städten, Media Star. Player Visualizer-Effekt? Oder einer davon? Und also, bitte, Ich Phil, meine, Chat, dass. also das mit den Liebesperlen, also nein. Schäm Ich er meine, sich. dass Klang Formen entstehen lässt, ist klar. So, der Klassiker mit dem Sand und. Ja, das gibt's. Das ist auch wunderschön. Ich habe da Ja. gerade letztens nochmal was gesehen wo du im Prinzip sogar sehen kannst, was unterschiedliche Geigenbögen zum Beispiel, wenn du sie an einem Blech entlang ziehst, für unterschiedliche Klänge erzeugen und sowas mit Sand drauf. Und das ist auch teilweise, insofern hat er vielleicht recht, als dass gerade in der Zeit, als solche Festungen gebaut wurden, auch erstmals aufgezeichnet, meines Wissens nach, solche Experimente gemacht wurden und auch so ein bisschen als wissenschaftliche Partytricks irgendwie aufgeführt wurden, aber das hat jetzt noch Es lange nicht hat jetzt dieses. nichts daran verändert, wie sie ihre Festung gebaut haben. Nee, also Ludwig der 14. hat jetzt nicht da gesessen, hat irgendwie geguckt, wie einer eine Geigensehne an einem Blech entlang zieht und hat gesagt, oh, das muss ich gebaut haben. Irgendwo an der Grenze vorzugsweise.
Forts, was auch immer sprechen, dass fast alle alten Städte eben einen sternförmigen Grundriss haben. Also ich werde dir in diesem Video zum Beispiel Berlin zeigen. Fast alle alten Städte haben einen sternförmigen Grundriss. Ja. Speyer? Nee. Zweibrücken? Relativ alte Stadt? Nein. Saarbrücken? Nein. Also ich gehe jetzt einfach mal in der Region und gehe relativ alte Städte. Trier? Nein. Köln? Köln? Nein. Ja, später, ja. Weil sie halt irgendwann eine Sternbefestigung bekommen haben. Er sagt gerade Berlin. Ja, natürlich, eine alte Stadt, die wichtig genug war, dass man sie im Zeitalter solcher Befestigungstechnik befestigt hat, hat so eine Befestigung bekommen. Und meistens 200 Jahre später wieder verloren, weil man sie nicht mehr gebraucht hat und weil man sie dann der infrastrukturellen Entwicklung der Stadt geopfert hat. Aber nicht jede alte Stadt hat eine Sternenform. Außer die, die halt eine Sternfestung um sich herum bekommen haben. Eine Sternfestung. Ja, oder halt die, oder die dediziert als Planstädte in dieser Zeit entwickelt wurden. Ja, Mannheim zum Beispiel, wie gesagt. Aber, oder Neuf-Brisach, eines der besterhaltenen Beispiele. Oder halt Saarlouis. Aber nicht jede alte Stadt hat einen sternförmigen, also ich glaube, da hat er sich ein bisschen mit dem Superlativ verrannt. Bremen, Hamburg, Amsterdam, Mailand, Turin und... Was? Turin, Amsterdam, Mailand, Amsterdam, Planstadt. Zum guten Teil jedenfalls. Mit den Krachten. Mailand, Festung. Also befestigte Stadt. Es gibt genug Sachen in Mailand, die keinen... Also, es gibt quasi eine Festung in der Stadt. Ja, Turin genauso. Wie gesagt, und wenn eine Stadt wichtig genug war, hat man sie mit einer Sternbefestigung verteidigt. Zusätzlich zu dem, was eh schon existierte. Damit nicht genug. Meistens haben die großen Anlagen dann nochmal so Satellitensterne, also kleine ausgelagerte Sterne, die aber auch nochmal auf einen Mittelpunkt im Hauptstern ausgerichtet sind. Und dort liegt halt eben oftmals ein Sakralbau, also eine Kathedrale, eine Kirche mit sogenannten Verzierungen. Auch das werden wir uns noch anschauen, was es damit auf sich haben könnte. Und immer mehr verdichtet sich da halt einfach auch der Blick darauf, hey, sollten wir das nicht mal aus Sicht von der Erzeugung von Frequenzen, von Beta-Energie, Nutzung und so weiter. Und was für Energie? Weil dann Beta-Energie? Weil dann, was hat der da gesagt? Darauf, und dann ich mal aus Sicht einem so ein bisschen die Spucke weg, weil man denkt so, wow, was? Bei mir hat es nicht zurückgespult, glaube ich. Unsere Vorfahren vor wenigen einen Sakralbau, also eine Kathedrale, eine Kirche, Kathedrale, Kirche mit sogenannten Verzierungen, auch das werden wir uns noch anschauen, was es damit auf sich haben könnte. Und immer mehr verdichtet sich, haben die großen förmigen Grundriss haben. Also ich werde dir in diesem Video zum Beispiel jetzt Berlin zeigen, gut weit zurückgespielt. Bremen, jetzt bin ich bei Berlin, Hamburg, Amsterdam, Mailand, Turin. Oh. Und damit nicht genug. Meistens haben die großen Anlagen dann nochmal so Satellitensterne, also kleine ausgelagerte Sterne, die aber auch nochmal auf einen Mittelpunkt im Hauptstern ausgerichtet sind. Und dort liegt halt eben oftmals ein Sakralbau, also eine Kathedrale, eine Kirche mit sogenannten Verzierungen. Christliche Ansiedlungen. Auch das werden wir uns noch anschauen, was es damit auf sich haben könnte. Und immer mehr verdichtet sich da halt einfach auch der Blick darauf, hey, sollten wir das nicht mal aus Sicht von der Erzeugung von Frequenzen, von Ätherenergie nutzen? Ätherenergie. Ätherenergien. Ich glaube, wenn man lang genug am Äther schnüffelt, kommt man wirklich mit so Theorien um die Ecke. Ja, ne? Ja, warum gibt es da so Satelliten drumherum? Es sind vorgelagerte Befestigungen, um zu verhindern, dass ein Gegner ohne weiteres an die Hauptbefestigung rankommt. Es ist nochmal eine Verteidigungslinie, die nochmal vorgeschoben ist. Und warum ist da ein Sakralbau? Ja, oft handelt es sich dabei auch wieder um zum Beispiel eine größere Kaserne. Da ist oft eine Kapelle drin, weil es sind christliche Armeen. Oder es ist eine Siedlung, die befestigt ist, oder eine als Befestigung angelegte Siedlung, da ist eine Kirche ein zentrales Gebäude, weil das ist halt einfach zivilisatorisch bei uns so im Westeuropa, Zentraleuropa, überhaupt in Europa. Und wie gesagt, ich wüsste immer noch gerne, was für ein Geräusch soll eine Befestigung, außer wenn eine Kanonenkugel drauf einschlägt, macht es halt bump oder pang oder knall oder keine Ahnung was. Schauen wir mal weiter, vielleicht, ich glaube zwar nicht, aber vielleicht sagt ihr noch etwas dazu.
Nutzung und so weiter ansehen, weil dann ergibt es ein größeres Bild und dann ja, bleibt einem so ein bisschen die Spucke weg, weil man denkt so, wow, was haben unsere Vorfahren vor wenigen 100 Jahren da auf die Beine gestellt? Und viele dieser Sternenkette sind dann eben auch nochmal auf sich ausgerichtet, also harmonieren auch miteinander. Also es ist ein weltweites Netz sozusagen und das ist schon ziemlich, ziemlich eindrucksvoll. Aber auch diese sogenannten ja, Fenster in diesen Sakralbauten, also diese Fensterrosen, die haben immer wieder eine ähnliche Form, also auch wieder wie diese klatmischen Klangfiguren, die ja, zum Glück hat das nicht Rosetten genannt. Fuck. Ernsthaft, was ist mit dem Typ nicht richtig? Ach, du Scheiße. Was ist, wenn man dem mal erklärt, dass manche Pollen vielleicht auch so aussehen, so ähnlich wie diese klattmischen Figuren? Ja, dann sieht er auch das große Ganze. Wohlgemerkt, diese Fensterrosetten. Nicht, dass ich es erwähnen müsste, aber ich mache es sicherheitshalber trotzdem. Gibt es auch schon seit einer Zeit oder in einer Zeit, als Sternfestungen noch ferne Zukunft waren. Mittelalter. Und so. Aber okay. Ja, waren Mode. Also zuerst, weil sie nur so zu bauen waren. Weil einfach große Glasflächen unheimlich schwer herzustellen waren. Und weil das schon eine Symbolwirkung hatte. Ja. Hatte was mit Maria, glaube ich, zu tun. Oder überhaupt Rose hat ja auch eine Symbolwirkung. Ich bin nicht kunsthistorisch firm genug und auch nicht mehr nüchtern, ehrlich gesagt, nach dem ersten Video jetzt schon und dem hier, um das jetzt hundertprozentig auseinander zu klamüsern. Aber ich meine, ja, diese Designs haben zufällige Ähnlichkeiten mit solchen klattmischen Figuren. Die sehen auch toll aus. Das, was der da unten einblendet, sieht wirklich toll aus. Was ist das überhaupt? Das sind solche klattmischen Klangfiguren wahrscheinlich. Was ist das? Ich kann ja nur gerade Kymatik da unten abschreiben. Ja. Kymatik, bevor wir jetzt... Was ist die Kymatik überhaupt? Ja gut, Kymatik ist von dem Schweizer Naturforscher Hans Jenny für die Visualisierung von Klängen und Wellen geprägt. Ja. Das Wort ist vom altgriechischen Kyper für Welle abgeleitet. Ja. Schön. So. Und das gibt dann Muster, das sind sogenannte klattmische Klangfiguren nach Ernst Florenz Friedrich Klatt. Und das ist tatsächlich das, was ich meinte, also wenn man an so einer Platte mit so einem geilen Ding. Genau das. So. Ja. Okay. Das sind akustische Experimente und Formen, die dabei herauskommen. Schön. Wirklich schön. Ästhetisch extrem ansprechend. Als Party-Trick, wie gesagt, voll das Ding im 18., 19. Jahrhundert, wenn sie wissenschaftlicher angehaucht waren, aber die Sache ist die, nur weil etwas aussieht wie etwas anderes, heißt das nicht, dass das dasselbe ist oder direkt ein Zusammenhang bestehen muss. Ja. Wir haben ja schon wieder viel zu lang. Machen wir mal weiter. Wir sind noch 4 Minuten und haben jetzt 28 Minuten aufgezeichnet. Er muss schon sagen, er schafft es wirklich, einen unfassbar konzentrierten Schwachsinn zu produzieren. Mhm. Letztendlich ähnlich aussehen. Und auch da darf man sich fragen, hat es nicht auch wieder was mit Schwingungen, mit Frequenzen, also deren Nutzbarmachung über die Architektur zu tun? Und wenn man halt weiß, dass früher da gar keine Fenster drin waren, also die meisten Fenster in den Sakralbauten wurden nachträglich eingebaut, dann ergibt das Ganze... Ja klar, sämtliche Sakralbauten sind als dunkle Kästen konstruiert worden. Naja, ich meine... Gehen wir mal zum Kern des Ganzen. Ja. Wenn wir ins Frühmittelalter gehen, gibt es Kirchen der Romanik. Haben sehr kleine Fenster. Die sehr kleine Fenster hatten, teilweise in ganz alten, armen Kirchen, auch mal mit einem Fell vorne dran oder sowas. Naja. Es gibt Dorfkirchen. In der Romanik war es üblich, kleinere Fenster zu machen. Das hat mehrere Gründe. Einerseits architektonische, weil es schwierig war, große Fenster zu bauen. Andererseits auch einfach eine gewisse Mystik und sakrale Ästhetik
da wurde bewusst mit Licht gespielt. Deswegen haben wir zum Beispiel spannenderweise an manchen Sakralbauten wunderschöne Apsiden, also diese hinteren Bereiche, diese runden, manchmal eckigen oder sternförmigen Bereiche, wo halt dann die Kapellen rund um den Altarbereich sind. Da sind dann viele Fenster drin, weil das macht natürlich eine Raumwirkung. Wenn ich vorne ins Westportal reinkomme und der Ostbereich mit dem Heiligsten aller Heiligen, dem Altar, das ist dann das, wo das Licht reinfällt oder sowas. In der Gotik, komischerweise, ist das schon wieder eine andere Sache. Ein großer Teil der gotischen Architektur ist, dass es eben genau ums Gegenteil geht. Es soll Licht reinkommen, weil man halt auch ein Umdenken, ein theologisches Umdenken hat und ein künstlerisches Umdenken hat. Das und natürlich sind solche Gebäude auch nicht davor gefeit, dass man sie umbaut. Das heißt, dass man halt irgendwann mal neue Fenster einbaut. Ich habe nur versucht zu verstehen, woher er diese Info hat, dass in Sakralbauten keine Fenster waren. Das kann ich mir nur darüber erklären, dass er irgendwas über das Frühmittelalter gelesen hat, von irgendwelchen lokalen Kirchen, die halt keine Fenster hatten. Also in dem Sinne, dass da halt nichts drin war, außer halt... Ich glaube, das hat er wieder von seinen Wissensperlen. Das, ja, ich versuche doch, weißt du, ich bin open-minded. Man muss immer aufpassen, wie offen man seinen Kopf hält. Manchmal fällt da, wenn es drin läuft, das Hirn raus dabei. Ja. Ich wollte nur sagen, so, das könnte ich mir so vorstellen. Aber ich mache mal weiter. Den Sinn, dass halt dort eben auch eine gewisse Schwingung ja passieren konnte. Und noch eine ganz interessante Sache, dass diese großen Fensterrosen den heutigen Magnetronen sehr ähnlich sehen. Magnetronen, sieht nicht ähnlich. Es tut mir leid. Doch, schon. Also es gibt, ich habe schon Fensterrosen gesehen, die relativ simpel waren und so ähnlich ausgesehen haben, aber... Ja gut, es ist halt ein Kreis mit zwei, drei... Formen drin, so ein Kreis mit einem Kreis drin. Ja, vor allem so ein Magnetron, das besteht ja nicht aus Stein und Glas. Ja. Also. Wow. Good. Das sind letztendlich Gegenstände zur Erzeugung. Upsala, da muss ich schon aufstoßen. Wellen im Mikrowellenbereich, ja, also werden in den Mikrowellenherden verbaut, um dort Energie zu erzeugen. Und die ja, ganz, ganz schnell, geht an eure Mikrowellen, macht die mal auf und guckt, ob ihr eine gotische Fensterrose drin habt. Ja. Das wäre cool. Das wäre cool. Das würde erklären, wenn die nicht funktionieren. Kalundias Techniker, E-Techniker Herz bricht gerade. Ja. Hammer diesen Kerl. Fenstern sehr ähnlich und genau dort entsteht der Sinn. Also ein Magnetron also lässt über seine Symmetrie eben diese elektromagnetischen Wellen entstehen. Und wenn man das dann mal ja anwendet, dieses Wissen auf diese Fenster. Wenn man dieses Fenster anwendet, dann sind es immer noch Fenster. Wir haben den Klimawandel gelöst. Wie? Wir müssen die Energie einfach von diesen Fenstern uns holen. Ja, ne? Wir haben es geschafft. Ich hab auch schon so manche dieser Fensterrosen gesehen, aber die haben leider keine Stromkabel oder Buchsen oder sonst was. Es wird schwierig. Wir müssen erstmal Adapter entwickeln dafür. Rosen in diesen Kathedralen, dann kommt man unweigerlich zu dem Schluss, ja Moment mal, warum ist denn dort so viel Wert auf Symmetrie gelegt worden? Und zum Beispiel... Weil Menschen ein Symmetriebedürfnis haben, das ist etwas, da ich auch meiner Frau beim Bilderaufhängen immer wieder versuche klarzumachen. Nur weil andere Menschen da nicht so extrem zugegeben pedantisch sind, heißt das noch lange nicht, dass es nicht Menschen gibt, die Symmetriebedürfnisse, fucking Symmetriebedürfnisse haben. Außerdem, gerade in der Architektur, manche Strukturen funktionieren nur dann, wenn sie symmetrisch sind. Wenn sie asymmetrisch sind, dann... Also ich weiß ja nicht, ob er mal früher mit Bauklötzchen gespielt hat. Ich vermute mit sehr großen, die ihm irgendwo draufgefallen sind. Aber wenn man Sachen eben nicht richtig symmetrisch baut, kann es passieren, dass die zusammenfallen. Nur so als... Ne? Und einen Kreis asymmetrisch zu machen, ist schwer. Dann wird es nämlich von einem Kreis plötzlich zu einem Oval oder halt zu was Kaputtem. Glaube ich. Yep. YouTuber, der zu diesen Themen schon viele Videos gemacht hat, der bezieht sich halt eben genau darauf, dass halt hier eben zum Beispiel die, ja, wie er es nennt, Ätherenergie nutzbar gemacht wird und dass letztendlich ja aus der Ionosphäre die Energie aus über der die Architektur, also über die bestimmten Elemente der Architektur nutzbar gemacht wird und dann halt eben ja für uns ein gewisser Effekt entsteht, also für uns Menschen, aber eben diese Energie
auch harmonisierend auf diese gesamte Umwelt übertragen wird. Und er leitet daraus letztendlich die Architektur dieser Sternstädte ab, Bewegung. Aber dazu eben Schritt für Schritt gleich alles mehr. Also das ist ganz, also ich würde schon sagen, dass Kirchen mächtig Schwingungen in eine Gesellschaft gebracht haben, aber das waren nicht immer die besten Vibes. Jetzt kommen wir kurz zur offiziellen Erklärung. Ich muss halt immer schmunzeln, weil ja, die sich sofort auch wieder selbst widerspricht. Also die offizielle Erklärung ist, dass damals mit der Entwicklung von Schießpulverwaffen und Kanonen, also dem Aufkommen der Artillerie, letztendlich so Burgmauern überflüssig wurden, ja, weil die halt sehr anfällig waren. Und ja, es gab immer eine tote Zone. Also wenn jemand unten an der Mauer dran war, dann konnte er halt eben schlecht dann eben attackiert werden sozusagen. Ja. Und dementsprechend... Sagt er jetzt, die könnten sich ja über die Mauern drüber lehnen und runterschießen. Ja, er wäre wahrscheinlich einer, der sowas macht, und er wäre dann der Typ, der mit mehreren Kugeln im Leib die Mauer runterfällt und neben dem Angreifer aufschlägt, der sich denkt, ah, noch so ein Idiot. Ich bin jetzt echt gespannt, was er dagegen sagt. Ja, ich auch. Wurden dann die Sternenfestungen gebaut, weil da halt eben ja alle Winkel sozusagen erreichbar sind. Also das erstmal die offizielle Lesart dazu. Und Thomas Liebel schreibt aber dazu, und du wirst es auch gleich sehen, wie unglaubwürdig das ist. Also nun, da haben also Leute Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und kunstvollste Anlagen geschaffen, nur um sich zu verteidigen. Und Knopfloch schreibt dazu oder sagt dazu, wir alle wissen, dass der beste Schutz im Krieg darin besteht, eine solche Festung mit einer solch präzisen Musterung zu entwerfen. Ja. Und man merkt schon, naja, das wäre schon sehr viel. Was Aufwand. Zum Teufel? Dieser Vollidiot. Natürlich betreiben Menschen seit Jahrtausenden jede Menge Mühe, um sich zu... Die Menschen hängen an ihrem Leben. Verfickter Scheiße, natürlich bauen die setzen Himmel und Erde in Bewegung, um ihren Arsch zu retten. Und wenn sie Geld haben, dann spucken sie dieses Geld halt auch noch an den Erstbesten, der ihnen eine geile Methode dafür bringt. Herrgott nochmal. Hier muss ich gleich muten. Aus meiner Sicht stümperhafte Nachbauten einer grandiosen Architektur. Das sind hier zwei Aufnahmen. Das eine ist in Mali. Also beides sind letztendlich Nachbauten von Star Force des französischen Militärs in Afrika. Ja, und wenn man da mal Bilder von den, ich sag jetzt mal, echten Sternfestungen daneben legt, dann denkt man so. Ja, die waren in den Kolonien, die hatten nicht dasselbe Material, die hatten nicht dieselbe Zeit, die hatten ganz andere Rahmenbedingungen. Natürlich haben die sich nur behelfsmäßig sowas gebaut und trotzdem lustigerweise haben dieselben Formen benutzt wie in Europa, du Vollidiot. Ich glaube, ich werde gerade zu aggressiv für die Scheiße. Ja, also... wie soll ich das diplomatisch ausdrücken? Flo denkt nur, dass es so sein könnte. Also er nimmt es nicht wortwörtlich, das ist alles metaphorisch gemeint. Sicher? Ja, bestimmt. Also ich kann natürlich auch nochmal eine etwas zurückhaltendere Formulierung versuchen. Ja, er hat recht. Wenn er diese Bilder nebeneinander legt, ist so eine Festung in Mali nur rudimentär der ausgefallenen Festung in Europa ähnlich. Weil man halt einfach nicht denselben Aufwand betreiben konnte. Und in Mali ist es, also, beziehungsweise in der Umgebung von den Fotos, die er da gezeigt hat, ist es auch schwer, ausgefallene Wassergrabensysteme zu bauen, wie es jetzt zum Beispiel in den Niederlanden oder in eben wasserreichen Regionen Zentraleuropas durchaus möglich ist. Und trotzdem, lustigerweise, greift man auf dieselben Formen zurück, zum Beispiel um tote Winkel vor der Verteidigung auszuschalten. Und wir hatten ja auch solche kleinen provisorischen Forts in Europa. Absolut. Die sind halt nur wieder abgebaut worden. Ja, oder teilweise gibt es sie ja schon noch irgendwie in Boden. Aber die Sache ist, die in Europa hast du halt die große Dichte solcher Befestigungen. Und deswegen sind solche provisorischen Befestigungen seltener. Weil du brauchst sie nicht. Im Zweifelsfall sollte so eine Festung, so eine richtige Festung, irgendwie in einer vernünftig machbaren Distanz, Marschdistanz zum Beispiel, liegen. Ja. Deswegen zum Beispiel auf der Karte auch, die unvollständig ist natürlich, aber trotzdem diese Massierung, diese komplette Zusammenmassung an der französischen Grenze, zum Beispiel in Richtung Reichsgebiet, weil die Franzosen halt unter Ludwig dem 14. mit Bourbon eine regelrechte Kette, eine Perlschnur von solchen Festungen errichtet haben, um sich halt eben zu schützen.
Leute, das sieht aus wie ja, versucht und nicht gekonnt. Ja, das ist nicht also gekonnt, ja. Darf man sich schon fragen, ob. Aber er hat es ja bisher nicht widerlegt, den Grund, oder? Er hat nur gemeint, da muss man sich halt fragen. Ja, aber was? Männer hat recht. Man darf sich fragen. Man darf sich dann aber auch nicht wundern, wenn andere Leute, ich sag mal, nicht mehr im Bus neben einem sitzen wollen. Ja, nee. Und dann sagen, ja, ich habe mich hinterfragt. Nee, macht Sinn. Mhm. Aus militärischer Sicht, also der Mensch ist sehr gut darin, andere Menschen umzubringen. Und wenn er das effektiver kann, in dem Sinne bei der Verteidigung, so ja. Ich sag's immer wieder, der Mensch hat in wenigen Sektoren seines Lebens, leider Gottes täglichen Lebens, so viel Kreativität und Energie und Material und Aufwand reingesteckt, wie anderen Menschen Schaden zuzufügen, ja, oder sich dagegen zu schützen. Das wirklich ein rein ist eine absolute Konstante, und zwar in allen Kulturen. Also jetzt zum Beispiel Berlin ist ja eine Sternstadt und schreibt auf seiner Seite auch ganz offiziell, dass schon zu Baubeginn diese Festung Berlin militärisch überholt war. Einfach aus dem Grund, dass halt eben die Artillerie immer größere Reichweiten zurücklegen konnte. Richtig. Ja, und dann hat man halt... Auf seiner eigenen Website, das ist Wikipedia. Ja, wir haben das in Saarbrücken ja auch. Ja, ja, in der unterirdischen Burg haben wir die Südwestbastion, die ist zu der Zeit, als sie gebaut wurde, durchaus modern und ein paar Jahre später oder Prinzip zu Baubeginn noch topmodern, zu Bauende halt obsolet, weil aber auch damals sich die technologischen Fortschritte innerhalb von relativ kurzer Zeit abgespielt haben. Und es ging halt nicht unbedingt immer A, darum, perfekt militärischen Nutzen zu haben, Symbolwirkung in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart eigentlich, sollte man nie unterschätzen. Also symbolische Gesten, politische Machtdemonstrationen etc. Und es ist auch einfach eine regionale Sache. In manchen Regionen sind Entwicklungen, gerade auch fortifikatorische Entwicklungen, halt schneller angekommen als in anderen. Du hast in Italien moderne Festungsbauten und zur selben Zeit wird eben nördlich der Alpen werden immer noch Burgen nach mittelalterlichen Konzepten gebaut. Du hast die Sternfestung schon im französischen Raum, die sich herausbildet, nach Vauban zum Beispiel. Und trotzdem werden andernorts teilweise noch mit, in Anführungsstrichen, rückständigen Rund- oder anderen Bastionen eben, oder mit anderen Bastionsformen, dass da dann die Winkel einfach anders sind, gebaut, weil man es einfach noch nicht besser wusste oder weil die technologischen Fortschritte halt noch nicht da waren, noch nicht angekommen waren, wird ja auch schon gerne ein bisschen Geheimniskrämerei drum getrieben. Ist für uns heute schwer vorstellbar, aber für damalige Verhältnisse schon nachvollziehbar. Kannst ja nicht einfach im Internet alles nachschlagen damals, sondern musst du schon irgendwie ein bisschen dich anstrengen, um an diese Infos zu kommen. Oder man macht halt das Beste, was man im Kontext machen kann. Ganz viele Städte waren nicht dafür geeignet, aufgrund ihrer geografischen Lage und ihres geologischen Umfeldes, topografischen Umfeldes, um zu einer Sternfestung oder einer Sternfestung, ich fange jetzt auch schon an, den Scheiß zu sagen, zu einer Sternfestung oder einer voll nach diesem Vaubanschen Prinzip bastionierten Festungsanlage ausgebaut zu werden. Da hat man dann halt entweder es ganz gelassen, kommt oft genug vor, dass diese Städte dann halt einfach keine moderne Befestigung mehr erhalten, oder man macht das, was im Rahmen der dortigen Möglichkeiten irgendwie machbar ist. Dass das gegenüber den perfekten Varianten absolut abscheißt, keine Frage. Aber es ist halt eben im Individualfall irgendwie auch immer ein bisschen im Kontext zu sehen. Und nicht halt so wie hier über denselben Kamm zu scheren. Den Nachteil, dass man in so einer Sternfestung ja in alle möglichen Richtungen schießen kann. Den Nachteil, dass man den Nachteil, dass man in alle Richtungen schießen kann. Hä? Hat er das wirklich gerade gesagt? Man kann halt auch nirgendwo anders hin. Also es ist komplett festgelegt und der Angreifer kann sich aber ja ganz entspannt an einem Punkt konzentrieren. Bei mir hat es noch nicht zurückgespult, das dauert wieder. Und in so einer Stern endlich ja auf die Stadt immer fleißig sozusagen abzielen und ja. Da was hast du? Bei mir hat sich nichts getan. Du hast zurückgespult, ne? Oder versucht zurückzuspulen. Also es bei mir hat sich ja nichts getan. Jetzt, glaube ich, oder? Komplett festgelegt und der startet die ganze Zeit? Kann sich nee, es stoppt erst jetzt so nach und nach immer wieder mal. Aber es ist jetzt noch nicht zurückgesprungen zu diesem... Bei welcher Minute bist du? Ich bin bei 8,35. Ja. Okay.
sich aber ja ganz entspannt an einem Punkt konzentrieren und kann letztendlich ja auf die Stadt immer fleißig sozusagen abzielen. Ja, eben und, nicht. Ja, da alles zerlegen. Und nee, eben nicht. Also auch da ist schon ganz offiziell klar, ey, also so das mit dem Militärischen, das ist jetzt ja nicht ganz so überzeugend. Sicherlich gab es das auch. Also das ist ja genau das, was man beobachtet, auch an den Sakralbauten oder was die Kritik eben an der offiziellen Geschichte ist, dass sie halt eben ursprünglich höchstwahrscheinlich einem anderen Zweck gedient haben und dann halt eben später einfach übernommen wurden, ohne das innere Wissen zu haben, was diese Architektur eigentlich Moment, erzeugt. Moment, mach nochmal Pause, sorry, ich weiß, das ist wieder Militärsdruck, deswegen bin ich jetzt wieder im vollen Agro-Modus, aber also wurde auch schon im Chat darauf hingewiesen, dass der Kamerad da völlig falsch liegt. Es ist kein Nachteil, wenn ich in alle Richtungen schießen kann. Es ist echt ein Nachteil, wenn ich in eine Richtung nicht schießen kann und gerade da steht der Gegner. Und wie schon gesagt, es ist das Ziel einer solchen Sternfestung ist genau das zu verhindern, dass sich einer irgendwo fröhlich in die Wiese klatschen kann mit seiner Artilleriebatterie und mir meine Festung zu Klump schießt. Abgesehen davon, selbst wenn ich schaffe, mit einer relativ schweren Artillerie auf so eine Befestigungssektion zu schießen, es dauert unfassbar lange, bis die irgendwann mal nachgibt. Es ist nicht so, dass du da einfach genug Eisen reindonnerst und dann kippt das alles um oder sowas. Im Gegenteil. Das läuft so einfach nicht. Du schießt Sachen sturmreif. Du schießt eine Sektion einer Mauer so sturmreif, dass da keine Verteidiger sich mehr in Position bringen können und auf dich schießen können. Und dann rückst du darauf vor. Vauban hat übrigens, weil er sagt, das ist ja nicht glaubwürdig, Vauban hat zwei Arten von Handbüchern geschrieben. Einerseits, wie baue ich so eine Festung? Wie konstruiere ich sie ideal? Und direkt dann natürlich, weil es bringt ja nichts, wenn ich ein Schloss baue, aber keinen Schlüssel dafür habe, mehrere Handbücher darüber, wie ich hochkomplex diese Festungen zerlegen kann. Und wie aufwendig das ist, ist in diesen Büchern absolut klar. Es werden ganze Zahlenkolonnen aufgebaut, wenn eine Festung die und die Ausmaße hat, die und die Anzahl an Verteidigern hat, dann brauche ich das mindestens, damit das überhaupt realistisch ist, dass ich in diese Festung irgendwann mal reinkomme. Also, der Typ labert einen Bullshit. Und ja, es kann passieren, dass in solchen Sternfestungen Kirchen stehen, die nicht im selben Baukontext entstanden sind wie diese Sternbefestigung. Das ist dann in meisten Fällen der Fall, wenn eine alte, bestehende Stadt mit einer modernen Befestigung versehen wird. Was ist daran so unverständlich oder abwegig, dass es in diesen Schädel nicht rein will von diesem Kerl? Dass man daran zweifeln kann und dann auch noch denken kann, man hat irgendwie gerade den Stein der Weisen gefunden oder hat da irgendwie, einen cleveren Einfall gehabt. Das ist mir so unbegreiflich. Alter. Bisschen Beruhigungsmittel. Hm? Es gab gerade noch die Frage nach Kosten quasi, ob so eine Steinfestung teurer ist. Ja, natürlich würde ich sagen. Also alleine, du baust halt längere Mauern, so mehr Material. Man muss sich das so vorstellen. Bessere Handwerker. Vom Bau so einer Sternenfestung, von der Planung einer solchen Sternenfestung bis zu ihrem Bau vergehen alleine schon einige Monate oder Jahre. Es muss erstmal eine Prospektion stattfinden, das heißt, es muss ein geeigneter Landstrich festgelegt werden. Ne? Also wie gesagt, so eine perfekte Sternfestung à la Vauban, wie zum Beispiel Saint-Louis, funktioniert zum Beispiel in so einer Gegend wie in Saint-Louis, also im Saarbecken, das heißt, möglichst flache Landschaft, möglichst eine gute Kombination aus, ich habe in der Nähe viel Wasser, das ich umleiten und aufstauen kann, weil solche Staubecken oder überhaupt Wasser ist wichtiger, essentieller Bestandteil solcher Befestigungsanlagen. Auch die gezielte Flutbarkeit von Regionen ist da relevant. Aber es muss möglichst flach sein, weil sobald ich Topografie habe, habe ich wieder ein Problem. Dann muss ich nämlich die Höhe meiner Befestigungen anpassen. Ich muss drüber nachdenken, welche Erhöhungen in der Topografie um mich herum machen wieder Teile meiner Befestigung angreifbarer, etc. Dann muss da ein Plan entwickelt werden. Dann müssen da überhaupt mal Teams raus in die Landschaft, die Vermessungen vornehmen. Ja? Und dann muss der Plan angefasst werden. Und dann muss angefangen werden zu bauen. Dafür braucht es Zeit, Arbeitskräfte, unfassbar viel. Ich meine, gut, man kann die Soldaten, die Regimenter, die später dort stationiert werden, für so einfache Sachen wie Erdarbeiten schon hinzuziehen. Ein Loch in der Erde zu machen oder einen Graben auszuheben und auf der anderen Seite einen Erdwall aufzuschütten, ist mit das Simpelste, was du machen kannst. Ist relativ stumpfsinnige Arbeit, geht aber erstaunlich schnell, wenn du genügend Arbeitskräfte hast. Aber bis du dann zum Beispiel die steinernen Innenleben dieser Befestigung gebaut hast, weil es gibt
verschiedene Konzepte. Es gibt zum Beispiel das holländische Konzept. Da hast du dann vor allem, weil es eben auch im holländischen Kontext ist, feuchter, nasser Boden. Da hast du Holzbefestigung, Erdbefestigung. Und da ist es dann zum Beispiel gar nicht möglich, überhaupt ein Innenleben zu gestalten. Aber du hast halt auch französische Festungen. Da hast du dann steinernes Innenleben mit Kasematten etc., mit Magazinen, mit Wehrgängen und so weiter. Das muss alles erstmal gebaut werden. Und das kann unfassbar lange dauern und unfucking fassbar teuer sein. Gerade wenn du dann halt auch noch eine Stadt da drinnen anlegen willst, die muss auch erstmal abgemessen werden. Da musst du überhaupt mal Leute finden, die freiwillig sich dort ansiedeln. Das heißt, du musst dann auch erstmal Steuernachlässe zum Beispiel machen, damit die einen Anreiz haben, sich da anzusiedeln. Du musst den Material zur Verfügung stellen. Für Saint-Louis wurden ganze Ortschaften platt gemacht, deren Baumaterial dann in den Bau dieser Festungsanlage geflossen sind. Da wurden alte Siedlungen zwangsaufgelöst, um eine Bevölkerung für diese Stadt überhaupt zu generieren. Es ist unfassbar aufwendig, solche Festungen zu bauen. Und trotzdem gab es einige Länder, die in der Lage waren, das sowas zu machen. Aber das waren halt in der Regel Großmächte ihrer Zeit. Deswegen hast du zum Beispiel solche Festungen, in der europäischen Peripherie eher seltener oder in Kleinstaaten eher seltener, weil die hatten nicht die Ressourcen dafür. Na, also dieses Video wirklich ist mein Untergang. Sozusagen, weil es ist viel schlüssiger, dass man sagt, naja, das waren halt Gebäude, die zum Beispiel Energie erzeugt haben, die halt einen ganz, ganz wichtigen Effekt für die Gesundheit und auch für die Umwelt erzeugt haben. Und dann merkt man ja, dann ist es komplett logisch, dass man da solche Gebäude baut. Und ja, warum sollte man nutzlose Verzierungen anbringen? Einfach aus Spaß, das machen wir nicht mal heute. Und wenn man aber sieht, Moment. Und das machen wir nicht mal heute. Das machen wir heute nicht mehr, weil wir irgendwann mal vor einem halben Jahrhundert oder einem knappen Jahrhundert angefangen haben, dieses Form-Follows-Function-Prinzip durchzusetzen und weil wir irgendwann gemerkt haben, es ist verdammt wesentlich billiger, komplexe Verzierungen an Gebäuden anzubringen und wir sind halt einfach durch den Kommerz durchgeformt und es muss halt alles billig, schnell und einfach gehen. Ja, aber selbst heute machen wir es ja noch. Ja, Kunst am Bau ist sogar Pflicht. Wahrscheinlich einen elektromagnetischen Hintergrund haben, also halt Energie gesammelt haben, konzentriert haben, weitergeleitet haben, dann ist es ein ganz, ganz spannendes Bild. Aber da auch gleich noch mehr dazu. Ja, da stehen wir nun. Und es erklärt einfach nicht, warum auf der ganzen Welt Sternstädte gebaut wurden und das sogar offiziell bis ins 19. Jahrhundert hinein. Du hast also die Erklärung selber gebracht. Aber hey, ja. Artillerie ist einfach so weit fortgeschritten, man müsste das eigentlich gar nicht mehr machen. Und der trotzdem wurde es gemacht. Weil der Gegner im Zweifelsfall die Artillerie nicht hat. Warum baue ich sowas in den Kolonien? Ja, weil die halt Städten, mit Steinen und Stöcken auf mich losgehen, nicht mit Kanonen im Zweifelsfall. Und ja, da kann man halt eben selber auch noch mal reingehen. Und ja, das Lustigste ist eigentlich, dass viele der Sternstädte genau an einem Fluss gebaut wurden. Aber so, dass der Fluss durch sie hindurchgeht und dadurch sie komplett ungeschützt sind. In Straßburg gibt es ein grandioses Flusssperrwerk, das noch erhalten ist, das Teil der Befestigungen ist. Ja, aber er sagt gerade, dass sie durch den Fluss ungeschützt sind. Was ist das denn? Natürlich. Für eine Invasion von innen, von Karpfen. Die große Karpfeninvasion von 1712. Big fucking surprise. Städte entstehen an Flüssen, weil der Mensch braucht Wasser. Oh, Verschwörungstheorie. Ja, bloß du hast es ja schon gesagt. Die Sternfestungen sind ja konzipiert mit Wassergräben. Ja, natürlich. Die einfachste Verteidigung, die ich gegen Gegner habe, ist: ich verschaffe mir einen Höhenvorteil, das heißt, ich schmeiße einfach Erde auf einen Hügel auf und das, wo ich ausgehoben habe, ist ein schöner Graben, wenn ich den dann noch fluten kann mit Wasser. Menschen sind halt, die können schwimmen, ja, aber ich sag mal, schwimmen, wenn du beschossen wirst, ist schwierig, schwimmen, wenn du Ausrüstung trägst, ist schwierig und vor allem im Zeitalter von Fließpulverwaffen, die eher für unnütz hält oder wie auch immer, ist das echt kacke, wenn ich mit meiner ganzen Munition durch Wasser warten muss. Und hinterher auf der anderen Seite halt rauskomme und quasi mit meiner Muskete Super Soaker spielen kann. So, wir sind übrigens bald bei einer Stunde. Bei 10 Minuten Video. Ich glaube, wir lassen ein bisschen laufen, regen uns dann
Kollektiv nochmal später auf. So Holzbohlen sozusagen ins Wasser macht, ist das der ungeschützteste Punkt sozusagen? Also da brauche ich dann nicht ausgeklügelte Sternarchitektur drum bauen, wenn der Feind durch diesen Fluss einfach mitten in die Stadt reinfahren kann. Ja, das kann er ja auch einfach, weil der hat ja auch seine Flöße dabei und die sind alle amphibisch und können über dem Wasser schweben wie der Geist Gottes, oder wie? Wir wollten uns später aufregen. Ach nee, sorry, ich kann mich da nicht zurückhalten. Ich zeig dir mal zwei Grundrisse. Einmal von, das ist hier Dresden, wo halt dann die Elbe einmal genau durchgeht. Oder, ach, das ist ja auch noch schön, das ist von Elbingen, sieht man auch, dass da ja letztendlich der Fluss genau durch diese Sternstadt durchgeht. Oder hier auch nochmal Berlin, der alte Grundriss mit diesen 13 Sternen, also Bastionen, diese 13 Bastionen. Und da merkt man halt so, okay, also das wäre militärisch schwer zu rechtfertigen. Das sind einfach also wunderschöne Bilder hier auch. Und da eben recht, es sind wunderschöne Bilder. Da gebe ich ihm recht. Ja. Ein Pluspunkt. Was er dazu gelabert hat, ist Schwachsinn. Aber die Bilder waren hübsch. Naja, wer kennt es nicht, dass die großen Schlachtschiffe durch die Flüsse damals gefahren absolut. Sind? Absolut. Ich meine, die sind alle mit ihrer Marine ins Feld gezogen. Die haben die Schiffe über Land getragen, bis sie dann irgendwo angekommen sind, wo sie gebraucht haben. Da haben sie zu Wasser gelassen und schon war die Stadt im Arsch. Ja, die sind die Elbe hochgefahren mit den großen Schlachtschiffen. Ja. Die haben Biber rekrutiert. Die Biberkriege. Haben wir sie wieder. Ja, die Biber und Karpfeninvasion. Ja. Vielleicht war also, auch manchmal noch ein Hecht halt dabei. Erzählt, ja, damals wurde aber so gebaut mit also einer viel, viel primitiveren Technologie sozusagen. Also letztendlich ja Pferd und Wagen und ja Holz vielleicht und so ein paar Werkzeuge. Und es ist wirklich perfekt. Vielleicht Holz. Er sagt Holz. Halt eben auch, also unsere Vorfahren hatten nicht die Technologie, um Dinge von oben zu betrachten. Es war eine Gesellschaft, die Zugang zu bescheidenen Bauwerkzeugen, Pferd und Wagen hatte. Und ja, die für Mund die zu. Einfach so, eine, so ein Bauwerk eine bauliche Unmöglichkeit darstellte. Und was für eine Beleidigung sind, unserer Vorfahren. Also er hat im vorherigen Video der Wissenschaft angelastet, dass wir unsere Vorfahren als primitiv betrachten und deswegen von oben runter so scheiß Theorien präzisieren. Und jetzt kommt dieser Sack selber und sagt, ja, die waren ja gar nicht in der Lage dazu, die waren ja zu blöd dafür, etc. Was das für eine verfickt geile Leistung war, dass sie es trotzdem hinbekommen haben. Was das für ein Beweis ist, wie extrem ausentwickelt die geometrischen Fähigkeiten, das geometrische Wissen dieser Menschen war, wie extrem verfeinert die Vermessungstechnik war. Hauptsache, die Biber sind die Flüsse hochgekommen und haben die Städte erobert. Ey, leck mich am Arsch. Und eine Festung brummt und erzeugt Energie. Hat er übrigens immer noch nicht erklärt, ne? Was denn? Oder? Ja, wozu? Ich meine, klar, also, als was die gemacht erzeugen. Worden sind, nee. Ja, wozu die? Nee, wo. Wie auch in den anderen Videos wird erklärt, ja, das könnten Kraftwerke gewesen sein. Die sind zur Energiegewinnung. Da wird aus allem irgendwie ein Energiegewinnungsding gemacht. Aber für was? Aber nirgendwo wird auch nur ein Punkt geliefert, wozu diese Energie genutzt werden sein soll. Also ich meine, in solchen Festungen hast du... ja, Dresden wird überfallen von Bibern und Karpfen. Carol dreht sich in seinem Bett rum, ey, lecko mio. Ich meine, solche Festungen haben Windmühlen, die haben Wassermühlen, die haben teilweise sehr große Wassermühlen und Windmühlenanlagen, wenn sie zum Beispiel entsprechende Voraussetzungen bieten. Aber wozu brauchst du eine riesen fette Festung, die Energie erzeugt mit den Rosetten ihrer Kirchen? Wo geht diese Energie hin? Wozu wird die benutzt? Nicht eine Erklärung. Es wird nur gesagt, es war so. War so. Und was alle anderen sagen, ist dumm. Weil nicht nachvollziehbar. Auch wenn es zeitgenössische Quellen gibt, die genau das sagen. Bei Vauban garantiere ich euch, dass ihr so wahrscheinlich sogar in etwa dem Wortlaut findet, dass es darum geht, bei so einer Festung die toten Winkel auszuschalten. Und wenn er sie nicht bei Vauban findet, dann ist es die, ich sag mal, begriffsmäßig etwas runtergebrochene Literatur oder Sprache von Handbüchern aus der Neuzeit, aus dem 19. Jahrhundert zum Beispiel, die erklärt, dass es bei der Befestigung ganz clever ist, wenn es keine Stellen gibt, auf die du nicht ballern kannst, Herrgott nochmal.
Tong in den Niederlanden und auch nur ein Stern davon. Also sie bezieht sich auf die Stadt Groningen, ist also ein Satellitenstern. Oder ja, hier unten die Forte de Nossa Graça, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, in Portugal, riesig groß, ausnahmsweise mal ohne Wasser, also was sehr auffällig ist. Weil es ein seltenes Beispiel für eine Höhenfestung dieser Form ist. Ja, und wie gesagt, also es ist meist so, dass sich diese Sternstädte halt eben ja mit Satellitensternen kombinieren. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Ich hatte ja gerade schon die Festung Botong gezeigt, ist ein Satellitenstern von Groningen. Also Groningen ist eine Provence und auch eine Stadt in den Niederlanden. Und Botong ist ein Teil davon. Die Provence in den Niederlanden, hier geil. Mal aus einem Video vom YouTube-Kanal Tartaria mit dem Namen Die Sternen. Festung, da ist eine alte Karte drin. Ich habe da einige Sachen aus diesem Video mal übernommen, weil es einfach dort großartig auch übereinander gelegt wurde. Alte Karten. Groningen ist eine Provence und auch eine Stadt in den Niederlanden und Botong. Groningen, Provence, Botong. Ist ein Teil davon. Das ist hier mal aus einem Video vom YouTube-Kanal Tartaria mit dem Namen Die Sternenfestung. Da ist eine alte Karte drin. Ich habe da einige Sachen aus diesem Video mal ja, übernommen, weil es einfach dort großartig auch übereinander gelegt wurde. Alte Karten mit den neuen Karten. Und da fallen einige Dinge auf, die besonders sind an diesen Sternenbauten. Zum Beispiel? Und ja, da gehen wir gleich noch rein. Erstmal hier noch ein Beispiel, das ist Mailand, auch mit den Satellitenstädten. Also ja, eben sieht man sehr schön, okay, die haben da sehr viel Wert darauf gelegt. Hatte ich doch übrigens recht, ja, dass es keine Sternenfestung ist, Mailand. Nee, ist es auch nicht. Es ist eine bastionierte Stadtbefestigung. Ja. Doch, es hat eine Sternenfestung. Du siehst, noch in dem bisschen leicht verblassten jetzt, im oberen Teil ist eine Sternenfestung. Ja. Jetzt ist es aber auch so, dass das liegt ja meines Wissens nach in Italien. Und in Italien gibt es die sogenannte italienische Festungsmanier und es gibt verschiedene Schulen, wie diese Befestigungen angelegt werden. Ja. Und diese Städte sozusagen in einer bestimmten Form auszurichten. Und also wenn es rein militärisch gewesen wäre, dann müsste man die einzelnen Sterne ja nicht aufeinander ausrichten, was sie aber getan haben, was ich dir auch gleich zeige. Und jetzt wird es sehr interessant. Oftmals steht ein bestimmtes Objekt im Zentrum dieser Sternstädte. Das sind oftmals also Kirchen, Kathedralen, also sogenannte Sakralbauten. Und auf dieses richten sich eben nicht nur die nahegelegenen Sternbauten aus, sondern auch die weiter entfernten. Und da merkt man schon, das ist eine Spur, der man nachgehen sollte. Nein. Hier ist mal ein Bild von der Stadt Straßburg. Naja, sagen wir mal so, die haben das natürlich in Achsen gebaut und so weiter. Natürlich, dass man Kirchtürme sieht von so. Sorry, aber ja, Kirchen liegen oft im Zentrum von christlichen Siedlungen. Go figure. Und ich kann natürlich auch zufällige Linien übereinander, über irgendwas drüber malen und sagen, da ist eine Überschneidung und da Leylines. Ätherenergie ist ganz oft, die Theorien werden gestützt von irgendjemandem, der mal hingegangen ist, auf einer Landkarte ein paar Linien übereinander gemalt hat und gesagt hat, das ergibt ein Muster. Ne? Es gibt so ein wunderbares Bild von angeblichen Leylines in England, die sehen aus wie so ein Faltmuster, wie wenn ich einen Origami-Frosch malen will. Und da hat jemand mal die Leyline Society getrollt quasi, weil er nämlich im Prinzip einfach die Standorte verschiedener Walmart Märkte mit Linien verbunden hat und die sind da voll drauf abgefahren. Natürlich kann ich zwischen den Kirchen, zwischen den Standorten Linien ziehen und die überschneiden sich. Und ja, du hast auch recht, manchmal wurden solche Sachen auch in Sichtachsen errichtet. Aber gerade Straßburg, wunderbares Beispiel. Der Dom ist Asbach uralt, im wahrsten Sinne des Wortes. Viel älter als die Sternbefestigung drumherum. Es gibt keine Beziehung im Prinzip zwischen diesem Dom und der Sternbefestigung, die drumherum gebaut wurde, außer dass diese Sternbefestigung versucht hat, optimal die Stadt, die sich um diesen Dom entwickelt hat, seit dem Mittelalter und schon davor zum Teil, zu schützen. Genau. Und dann haben wir noch den Bezug zum Rhein. Deswegen hast du da diese wunderbare, diesen Dorn quasi, der von Straßburg rausgeht, in Richtung Rhein, weil es wiederum
eine Befestigung war, die versucht hat, hier in dieser Grenzsituation Frankreich, Heiliges Römisches Reich, einen militärischen Schwerpunkt zu bilden. Je nachdem, wer es gerade besessen hat. Man sieht, dass dieser Satellitenstern und auch diese einzelnen Bastionen der Hauptstadt alle auf diese Mitte zeigen. Und da steht halt eben die Kathedrale. Und da sind wir ganz schnell bei dem, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, also, dass die alten Bauten höchstwahrscheinlich ursprünglich einen anderen Zweck gedient haben, der mit Elektromagnetismus zu tun hatte. Also in welcher Form auch immer. Aber hier sieht man schon so, da ergibt sich aber ein Bild. Also erstmal diese symmetrischen Formen, diese Ausrichtung der Sterne auf dieses Gebäude und dann halt eben auch, was halt in diesen Gebäuden weiter mit Frequenzen gemacht wurde. Also es gibt zum Beispiel Klang, also die Glocken, auch Orgeln, und man merkt so, da ist wahrscheinlich etwas, was wir heute einfach nicht mehr nutzen oder dieses Wissen nicht mehr haben. Ja, weil wir die Glocken nicht läuten und die Orgeln nicht spielen. Immer mehr geht auch diese Forschung in diese Richtung, also eher jetzt Privatforschung, die offizielle Geschichte, die schweigt sich dazu. Nein! Aber mehr in diese Richtung. Ihr sagt, ihr habt nicht recht, weil ihr lügt und Spinner seid. Ätherphysik sozusagen zur Anwendung kam, also das Wissen darüber und dort ja eine Harmonisierung der Umwelt stattfand. Und da sind wir auch schon mittendrin. Der YouTuber Waldgeist hat in seinen Videos halt auch immer wieder betont, Klang erzeugt Form und Muster, oder wenn aus Wasser und Klängen wiederkehrende Muster entstehen. Und ich zeig dir nochmal hier, das sind letztendlich klattnische Klangfiguren. Also ja, wenn man Töne mit einem Klavier erzeugt, dann entstehen diese Klangfiguren, die halt jeweils Töne repräsentieren. Und Thomas Liebel schreibt dazu auch, also alles Zufall, oder wusste man, dass Formen gefrorener Klang sind, also eine Art stehende Frequenz, die sich folglich auch auf die Landschaft auswirkt. Sind Starforce somit eine Art Frequenzgenerator, und zwar zur harmonischen Strukturierung des Landes, und das im globalen Maßstab? Nein. Und für mich deutet... Ich glaube, damit können wir es belassen, oder mit dem Nein. Festungen? Ihnen zur Strukturierung eines Landes. Ja. Aber halt nicht, um irgendwie da Qigong-mäßig den Leuten das Qi reinzuschwingen, sondern es geht darum, dass ich mich vor einem Gegner schützen will und gleichzeitig dem Gegner einen militärischen, einen fortifikatorischen Dolch in die Weichteile halten will. Darum geht's. Und wiederum, wie gesagt, Glocken, Orgeln, ja, die haben Klangwirkung. Auf jeden Fall, bestreite ich niemals. Ich war gerade heute Mittag mit meiner Frau spazieren, stand vor einer leider verschlossenen Kirche, wo jemand gerade drin Orgel geübt hat. Ich habe wonnevoll vor der Tür gestanden und den Klängen gelauscht, weil sie was Harmonisches mit mir macht. Aber die spielen wir doch heute noch. Und wie gesagt, wieder mal die Frage. Dieser mittelalterliche Dom von Straßburg, wenn der elektromagnetistisch irgendwie was machen soll, warum spinnen dann nicht die ganzen Kameras von den Tausenden von Touristen, die jeden Tag um dieses Scheißgebäude rumstehen, sodass kein Mensch irgendwie da sinnvoll rein kann und sich's angucken kann, weil da schon wieder ein Bus japanischer Touristen alles blockiert oder sonst irgendwie was. Herrgott, was für eine Unlogik. Und schon wieder, wo ist der Zweck dessen, was der uns da vorlabert? Ich wünschte, ich könnte auch nur ansatzweise seiner Theorie folgen, indem ich sage, ja, okay, schöne Sache, die du da aufstellst. Wo führt uns dieser Scheiß hin? Außer da, zu diesem Schluss, ich habe eine andere Meinung als die Wissenschaft ist eh nur verlogen und alles ist scheiße, und ich kann mir die Welt nicht anders erklären als mit meinem Geschwurbel, weil alles andere übersteigt meinen Horizont. What the fuck? Gut, wie die Überschrift der Kapitel unten zeigt, sind wir jetzt in der Zusammenfassung. Ich würde sagen, die sparen wir uns. Außer du willst das Kapitel, dieses Video nochmal zusammengefasst bekommen. Ich glaube, das können wir erstmal beiseite lassen. Ich finde das Schlimme halt, je länger man dieses Video unkommentiert laufen lässt. Weil wir haben es nie lange unkommentiert laufen lassen. Ja, und zwar gezielt. Ich habe keinerlei Interesse daran, dass dieser Schwachsinn in irgendeiner Form unkommentiert und unkontextualisiert irgendwie noch rausgeht. Ja. Bah! Mach deine Abmoderation, ich. Okay, ich darf abmoderieren. Ja, vielen Dank, dass ihr alle durchgehalten habt. Entschuldigen wir uns für die Schleudertrauma, psychischen Langzeitfolgen und ähnliches. Wir Bei mir? Können. Hm?
Ja, ich entschuldige mich auch bei dir dafür. Und ja, bedanke mich und sage, es kommt noch ein drittes Video wahrscheinlich, wenn wir das noch überleben. Also dann insgesamt 4. Macht's gut, ihr Lieben. Und dann war es das auch mit der Portion dieses geronnener Wahnsinn Mannes, der über Geschichte redet. Bis dahin. Ciao.